Die 11. Auflage des internationalen WSG Wattens Nachwuchscup ist auch 2013 ein toller Erfolg. 10 U11-Mannschaften haben am zweitägigen Turnier im Wattener Alpenstadion teilgenommen. Neben den Hausherren der U11-Mannschaft der WSG Swarovski Wattens, die am Ende den 10. Platz belegten, sind unter anderem internationale Nachwuchstopteams wie Atalanta Bergamo, Mönchengladbach oder FC Basel mit dabei. Am Finaltag sind auch der Präsident des Tiroler Fußballverbandes Sepp Geisler und der jahrelange Top-Schiedsrichter Conny Plautz anwesend. Nach der erfolgreichen Siegerehrung, bei der alle Mannschaften ausgezeichnet werden, freuen sich die Organisatoren rund um den sportlichen Nachwuchsleiter der WSG Swarovski Wattens, Stefan Köck, auf die nächstjährige Auflage des internationalen Nachwuchscups in Wattens.